So, herzlich willkommen. Es ist 13 Uhr, Mittwoch. Ich freue mich. Schauen lauter freundliche Gesichter. Ja, kann man mich gut verstehen? Sehr gut. Das beruhigt mich. Ich kann jetzt hier auch noch mal ein bisschen Sie auch gut verstehe. Also, wer war denn letztes Mal schon dabei? Mal kurz Handzeichen. Ja, genau. Hallo, da ist noch ein bekanntes Gesicht. Jawohl. Du hast dann auch den Zoom-Troll erlebt, ne? Den habe ich gnadenlos rausgeschnitten aus der Aufzeichnung. Aber und deswegen habe ich heute euch auch alle stumm geschaltet, damit das nicht nochmal passiert. Ich hoffe, das ist okay. Ihr könnt aber winken oder bei den Reaktionen unten rechts mal einen Daumen hoch zuwerfen oder sowas. Weil ich möchte nicht, dass das nochmal passiert. Genau. Also, dann schaue ich nochmal auf mein Zettelchen, damit ich nicht wieder was vergesse. Ich hatte es letzte Mal schon gesagt, ich würde gerne wieder das Seminar Du benutzen. Das ist einfach persönlicher und herzlicher. Es soll keine Respektlosigkeit sein, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja? Genau. Ich würde gerne, ich sage vielleicht auch nochmal, wer ich bin. Mein Name ist Katharina Mehrlein und die Themen Resilienz, Achtsamkeit und Agilität sind meine Themen. Ich bin seit 21 Jahren Freiberuflerin und wir haben 15 Minuten Zeit. Ich werde aber wie beim letzten Mal auch hinterher noch einen Moment hier bleiben, dass man mir auch noch Fragen im Chat stellen kann und die werde ich dann auch noch beantworten. Das ist gar kein Problem. Genau, du kannst auch am Schluss, ich hoffe, dieses Mal denke ich daran, so eine kleine Umfrage einzuspielen, eine Frage. Das hilft mir, so mein Angebot zu verbessern. Und es wird auch heute wieder eine Verlosung geben und ich habe mir noch ein paar Extras einfallen lassen. Ich würde ja arm werden, wenn jetzt jeder was gewinnen würde, aber damit jeder ein Extra, ein Goodie bekommt, habe ich mir noch mal was einfallen lassen. Und man kann das bekommen, indem man auf die Seite katharina-mehrlein.de/live geht. Und dann kann man da, kriegt man seine Goodies. Okay. Ich blende das nachher aber noch mal ein und falls irgendwas unklar ist, erkläre ich das gerne auch noch mal. Und zuletzt, du kannst jederzeit auch Wünsche für die nächsten Folgen in den Chat schreiben. Und das ist genau das, was ich heute auch tue. Ich gehe auf einen Wunsch ein, der mir mehrfach genannt wurde. Ja, also beim letzten Mal hatten wir ja, ich bin gerade so ein bisschen im Notfallkoffermodus, weil ich so den Eindruck habe, so manch einer hat schon den Corona-Blues, oder? So zwischendurch mal. Okay. Also ich auch, ganz ehrlich. Ja. Und da gab es ja dann auch eine Wochenchallenge. Es wird auch dieses Mal eine geben. Das letzte Mal ging es um die Fußsohlen. Wer das nicht gesehen hat, kann das in diesem, kann das auf meiner Webseite auch im Archiv sehen oder bei YouTube. Und ich habe ganz viele zauberhafte E-Mails dazu bekommen, dass es tatsächlich geholfen hat in der einen oder anderen fiesen Situation. Und dann habe ich mir auf die Fragen hin heute ausgesucht, wie wende ich eine negative Situation in eine für mich gute? Beziehungsweise, wenn ich gerade alles so richtig scheiße finde, manchmal muss man das Wort tatsächlich mal benutzen, und so mich am liebsten verkriechen würde und mir gar nicht vorstellen kann, wie es wieder gut wird. Also wenn ich schon so richtig mittendrin bin in der miesen Laune. Wie komme ich denn da raus? Wie kann ich das mental für mich wenden? Ist das leidlich interessant für euch? Ja, kann man immer brauchen, ne? Okay. Und bevor ich loslege, möchte ich einen ganz kleinen Mini-Entstresser mit euch machen. Den habe ich das letzte Mal vor lauter auch vergessen. Geht mir einfach darum, so ein bisschen Abstand vom Alltag hierher. Wer keine Lust hat, der macht es einfach nicht. Ansonsten geht das so. Einfach mal gemütlich hinsetzen, möglichst aufrecht und gerne auch mal kurz die Augen schließen und einfach nur mit dem Einatmen mal so ganz vorsichtig das Brustbein nach vorne oben anheben und versuchen, den Punkt zu finden,
Da gibt es so einen Punkt, da fällt es den Schultern besonders leicht, ganz von alleine nach hinten unten so, oh, mal so runterzusacken. Mach das einfach noch eins, zweimal, langsam einatmen, dabei das Brustbein nach vorne oben heben und so diesen Moment finden, ah, da ist er der Punkt, da fallen die Schultern nach hinten unten. Okay, dann sind wir alle da, eingestimmt und dann geht's los. Also, diese Übung, wie gesagt, ich habe heute gerade wieder mit einer Kundin telefoniert, die mir erzählt hat, naja, sie würde das gerade bei ihren Kollegen auch merken und auch bei sich selbst. Es gäbe ja nicht immer nur diese präventiven Dinge, die wichtig wären, wo man sich sozusagen auf eine Krise vorbereitet, sondern manchmal wäre man ja unglaublich wütend oder sauer oder total frustriert und ja, was denn eigentlich dann? Da würden die präventiven Dinge ja häufig nicht mehr funktionieren. Da sage ich, ja, da hast du recht. Und bei mir selbst auch, ich mache mal die Sprecheransicht gerade. Ich habe zum Beispiel tatsächlich alle Aufträge storniert bekommen, mittlerweile bis einschließlich September. Kann man sich vorstellen, da geht mir auch die Klammer, ne? Weil ja, man muss ja von irgendwas leben. Und dann kam ich vor lauter Verzweiflung auf die Idee, dass ich mich als Moderatorin bei QVC bewerbe. Kennt jemand QVC? So ein Verkaufssender? Ja. Also muss ich schon sehr verzweifelt gewesen sein. Ich dachte, ich brauche jetzt noch irgendein Standbein, weil das stehe ich nicht durch. Und schon eine Stunde, also ich habe einen riesen Aufriss gemacht, extra Plüschen gekauft, ewig mich vorbereitet, wochenlang. Und dann kam ich irgendwie gar nicht so richtig zum Zug. Dann gab es noch technische Probleme auf der anderen Seite. Und eine Stunde später hatte ich die Absage. Und ich war stinkesauer und ich war total frustriert. Also ein Mischmasch von ausschließlich negativen Gefühlen. Okay, und dann habe ich mir überlegt, ja, was macht man denn da? Und heute möchte ich ein kleines Buffet sogar vorstellen. Ich glaube, es sind sechs kleine Übungen. Erstens, was sich bei vielen Kunden bewährt hat und was ich immer wieder brauchen, ist, manch einer kennt das vielleicht schon, wenn er mit mir schon zu tun hat, das ist nämlich eine meiner Lieblingsübungen, die Toilette als Trainingsraum. Frei nach dem Motto, warum nutzlos auf der Schüssel sitzen? Man kann dort nämlich eine Powerpose machen. Sagt jemandem Powerpose etwas? Scheinbar nicht. Das ist einfach, wie ist weltweit so eine Siegerpose? Es ist immer aufgerichteter Oberkörper und die Arme oberhalb des Schultergürtels. Macht das doch gerade mal mit mir. Einfach nur die Arme in die Luft. Und mal maximal den Oberkörper aufrichten, nochmal so wie vorhin, das Brustbein nach vorne oben. So, und unser Gehirn ist so leicht zu beeinflussen, dass wenn wir 60 Sekunden so da sitzen, vielleicht noch dabei grinsen, dann denkt unser Gehirn, Moment mal, ich muss irgendwas verpasst haben. Frauchen oder Herrchen ist gut drauf und haut die entsprechenden Botenstoffe raus. Ja? Geht's jemandem schon ein bisschen besser? Ja? So, und ich hatte das letzte Mal von einem Kunden berichtet, der die Fußsohlen verwendet, die Übung vom letzten Mal. Und der kombiniert das sehr gerne, bevor er zu dem für ihn sehr beängstigenden CEO reingeht, dem er vorher auf der Toilette war und sich quasi mental so ein bisschen aufpumpt. Ja? Warum funktioniert das? Bei allen Übungen, die ich heute vorstelle, machen wir uns folgenden Fakt zunutze, nämlich, dass unser Gehirn nicht in der Lage ist, zwei Dinge gleichzeitig zu tun und zu fühlen. Wir reden zwar immer von Multitasking, aber das ist genau deswegen so Burnout-fördernd, weil das Hirn nicht wirklich zwei Dinge gleichzeitig macht, sondern in schneller Folge immer hin und her wechselt. Und das ist unglaublich anstrengend. Und wenn ich jetzt etwas tue, ihm also einen Job gebe, meinem Gehirn, es auf etwas fokussiere, so stark wie möglich, dann kann es in dem vorherigen Gefühl nicht drin bleiben. Und es ist also wirklich sehr leicht zu beeinflussen. Wen das näher interessiert, das kommt aus der Embodiment-Forschung
Und ich finde das ganz zauberhaft, weil es ist viel leichter, seinen Körper dazu zu zwingen, sich in eine starke Position zu bringen, die gut für die Stimmung ist, als dass ich mir rein mental sagen würde, komm, jetzt sei doch mal wieder gut drauf. Ja? Okay, das war die erste Übung. Die zweite, also übrigens, das Grundprinzip ist eben, wie gesagt, mords aufgerichtet sein. Deswegen hilft auch Sport so gut. Es gibt einen holländischen Psychiater, der lässt seine Patienten, damit die nicht so viel jammern bei ihm im Raum, vorher erstmal eine Runde Trampolin springen, ja? Weil das gibt einem nicht die Möglichkeit, dann kann man nicht so da sitzen und todtraurig sein, ja? Die einfache Variante ist einfach mal aufstehen und die Räumlichkeit verändern. Das kann schon helfen. Soweit zu simpel. Okay, was auch sehr gut funktioniert, weil das unser Hirn sofort aus der aktuellen Gefühlsspur und Denkbahn rausholt, ist etwas Scharfes riechen oder etwa auf etwas Scharfes beißen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere das ein bisschen komisch findet. Das wird sehr häufig auch tatsächlich in der Psychotherapie verwendet mit ganz krassen Fällen. Ja? Also wenn jemand so in Situationen gerät, wo er sich kaum noch steuern kann, im Sinne von, wo er so richtig abschmiert, nenne ich das mal. Ja, dann gibt es tatsächlich für diese Patientengruppe sogar so kleine Röhrchen in der Apotheke, die man aufbricht und die so einen ganz scharfen, pfefferminzartigen Geruch haben, aber noch viel schärfer als Pfefferminz. Für uns genügt das zum Beispiel, mal ein Pfefferminzfläschchen irgendwie in der Nähe und greifbar zu haben und daran zu riechen. Man merkt sofort, das Gehirn macht dann, es ist so ein bisschen, als wenn es kurz ins Stottern kommen würde, dann ist es raus aus dem Muster, es wird kurz unterbrochen und dann ist es viel leichter, aus so einer Stimmung eben auszusteigen. Genauso gut, fast noch besser funktioniert es, auf eine Chili zu beißen. Bleib mal wirklich schlecht drauf, wenn du gerade in eine Chili gebissen hast. Da ist alles, da fliegt alles weg. Ja? Man kann das auch mit anderen machen. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum Menschen häufig, wenn sie Kummer haben, wenn sie Frust haben, wenn sie schlecht drauf sind, überhaupt essen. Ja? Wir alle haben schon gespürt, dass das tröstet, oder? Ja? Und ja, genau so. Ich meine, Schokolade hat jetzt nicht den Effekt, dass es einen so rausreißt, kann aber auch tröstlich sein. Aber vielleicht magst du auch es mal mit einer Chili probieren. Und was auch schon helfen kann, ist zum Beispiel einfach mal etwas zu trinken, sich zu nehmen und mal einen Schluck zu nippen. Ja. Dieses und wirklich das in dem Moment dann auch nur sich darauf zu konzentrieren, wie dieser Schluck die Kehle runterrinnt. In diesem Moment, auch da, kann das Gehirn nicht gleichzeitig bei dem bleiben, wo es sich gerade reingespult hat. Ja? Gut, dann haben wir noch etwas. Manch einer von euch weiß ja vielleicht, dass ich auch Yoga-Lehrerin bin und Meditationsleiterin. Unter anderem, das habe ich mal für mich entdeckt, weil ich es gebraucht habe. Und da gibt es die sogenannten Umkehrhaltungen. Und jetzt keine Sorge. Ich weiß, Yoga hat so ein bisschen den Ruf, es wäre nur für super dünne, super gelenkige und super junge Menschen. Eine Umkehrhaltung bedeutet einfach nur, die Füße sind höher als das Herz. Das ist alles. Ja? Jemand schon mal Umkehrhaltung gehört? Oh, mancher ja, manche nein. Ja, hier ein Herr schüttelt mit dem Kopf. Die meisten haben ja nicht so Lust auf Yoga. Ich versuche die manchmal damit zu motivieren. Ich habe meinem eigenen Freund zum Beispiel gesagt, der jetzt auch nicht so ein Yoga-Fan ist. Er sagt, du, weißt du was, wenn du das mal ausprobieren magst, dann stell dich in die letzte Reihe, dann hast du wunderbare Aussicht auf lauter Yoga-Popos. Oh, dachte er, okay, also vielleicht willst du es ja doch mal ausprobieren bei Gelegenheit. So, und dann muss man nicht ins Studio, dann muss man keine Sportklamotte dabei haben. Das kann unglaublich gemütlich sein. Ich mache das regelmäßig. Einfach mal ein Kissen unters Kreuz
und sich auf den Rücken legen und die Beine in die Luft und einfach nur einen Moment nachspüren, wie hier so das Blut da so runterrinnt. Also ich meine nicht außen, sondern innen, ja, so ein leichtes Gefühl. Diese Umkehrhaltung, da hat man tatsächlich festgestellt, die dreht häufig das Gefühl um. Ja? Also wenn man vorher super mies war und ist das nicht schön, man muss nicht mal was Anstrengendes machen, man darf sich hinlegen, die Füße mal in die Luft. Meistens reichen so 5 Minuten und dann kann wirklich die Stimmung komplett umgedreht sein. Das wäre noch sowas. Wir haben jetzt schon ein paar Dinge auf dem Buffet. Könnt ihr noch? Ich habe noch mehr. Wir haben nämlich schon 13.16 Uhr, aber ich würde mal 2 kleine Dinge noch vorstellen. Ist das in Ordnung für euch? Ja? Gut. Also einmal, wenn ihr mal kurz überlegt, versucht euch mal dran zu erinnern, wann ihr das letzte Mal ein schönes Erlebnis hattet, wo ihr euch gut gefühlt habt, vielleicht einen Kuss. Das frage ich gar nicht mehr so gern, weil manch einer kann sich nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal geküsst hat. Aber irgendwas, was dir gut getan hat. Und versuch mal zu registrieren, wo schaust du hin mit deinen Augen, während du einem Gefühl nachspürst. Na, versuch nochmal also in dieses Gefühl reinzugehen, vielleicht das letzte Mal verliebt sein, das letzte Mal küssen oder eine wirklich leckere Mahlzeit oder was auch immer. Man sagt ja, Essen ist der Sex des Alters, ne? Irgendwie wird das gerne verglichen. Und was würdest du sagen? Kannst du mir mit dem Handzeichen zeigen, wo schaust du hin? Nach oben oder nach unten? Ja, da kommen schon Handzeichen, genau. Und zwar die meisten schauen vollautomatisch, das steuern wir ja nicht, nach links unten. Und das Interessante ist, auch wieder aus Embodiment, so ähnlich wie die Powerpose, wenn ich in einer Situation, wo ich merke, ich verfall in ein unangenehmes Gefühl und ich will da raus, wenn ich einfach bewusst nach oben schaue, ich nenne diese Übung, was ist jetzt? Ich schaue nach oben und gucke einfach irgendwas, was da ist. Zum Beispiel, oh, da oben fliegt ein Vogel. Es ist vollkommen wurscht. Es geht nur darum, aus diesem Gefühl, was sehr stark mit diesem nach innen gewendeten, nach unten schauen ist, rauszukommen und nach oben zu schauen. Und das bringt eine ganze Menge. Der letzte Tipp für heute ist, wenn alles nicht hilft, bitte sich das selber nicht übel nehmen, sondern es gibt Situationen, da brauchen wir das einfach auch mal. Man darf auch mal komplett durchhängen. Ich sage das deswegen, weil ich als Resilienztante sozusagen und Achtsamkeit und so weiter eine Zeit lang so den Anspruch hatte, ich muss immer das hinkriegen, egal was ist. Natürlich kriege ich das auch nicht immer hin. Ja, ich bin ja nicht Buddha. Und manchmal hilft mir persönlich am besten, tatsächlich mich da auch mal reinfallen zu lassen, alles auszuschalten, Handy auszuschalten, sagen, heute kann die Welt mich mal gerne haben. Wenn ich das zulasse, geht es mir häufig am nächsten Tag sehr viel besser, als wenn ich mich zwinge, dann noch irgendwas zu tun. Ja? Also das wäre dann so das Üben in Selbstakzeptanz und in Selbstliebe. Dann möchte ich die Challenge für heute vorstellen und euch auch schon mal einblenden, wie ihr an der Losung teilnehmen könnt und an der Verlosung und wie ihr an eure Goodies kommt. Moment, zack, ich habe den Ton wieder ausgemacht. So, hat auch nichts genützt. So. Könnt ihr das sehen? Also hier geht es darum, der erste Schritt ist, ihr geht zu der dort angegebenen Webseite katharina-merlein.de/zoom und dort ist auch nochmal alles erklärt, was ihr bekommt. Ihr könnt euch ein Buch auswählen, ihr bekommt aber, falls ihr das nicht gewinnt,
auf jeden Fall einen ausführlichen Resilienztest aus meiner Bambusstrategie als PDF, weil das eine ganz gute Ausgangsbasis ist, wenn man mal so für sich den Status quo hat, wie resilient bin ich erstens und zweitens, bei welchem Resilienzfaktor, bei welchem Schutzfaktor würde es denn Sinn machen, anzusetzen? Und es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn da Fragen auftauchen, mit mir darüber zu telefonieren, kostenfrei. Und zu guter Letzt habe ich euch noch ein Video reingepackt, wo ich dieses Spiel, was man ja auch gewinnen kann, Finde den Elefanten nochmal vorstelle. Und ansonsten, wisst ihr, für die, die das letzte Mal dabei waren, wünsche ich mir ja eine Bewertung bei Proven Expert. Dann kommt man in den Lostopf und schon geht's los. Und dann würde ich euch zuletzt heute noch die Challenge für die kommende Woche vorstellen. Und vielleicht mögt ihr mir von euren Erfahrungen ja wieder per E-Mail berichten. Ich freue mich da immer wahnsinnig. Die Challenge sieht so aus, dass ihr mal von euch durch dieses Buffet durchprobiert. Ich meine, wenn die ganze Woche die Stimmung fantastisch ist, ja, dann ist es blöd. Aber ich bin mir sicher, jeder hat ja mal sowas. Und auch wenn es nur mittelschlecht ist, die Laune, kannst du ja mal ausprobieren, die verschiedenen Möglichkeiten. Also das Power-Poses, etwas scharfes Essen oder Trinken in dem Moment. Was war das noch? Eine Umkehrhaltung auszuprobieren. Nach oben schauen, was ist jetzt? Und grundsätzlich zusätzlich dir auf das schauen, was könnte das Gute daran sein. Ich weiß, es hört sich immer so bescheuert an, aber als ich bei QVC abgelehnt worden bin, habe ich genau das getan, weil ich habe gemerkt, nee, schade, sonst bin ich jetzt 3 Tage lang schlecht drauf. Dann habe ich mir überlegt, wofür könnte das gut sein? Mir sind 3 Dinge eingefallen. Und das hat mir sehr geholfen. Und das trainiert das Gehirn wieder. Also jeden Abend gerne aufschreiben, dann wirkt es besser ein. Oder eben darüber nachdenken, was ist das Gute daran? Wozu zwingt mich die Situation, die mir gerade gar nicht gefällt? Und was könnte ich daraus machen, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte? Du wirst merken, dann geht es dir sofort besser oder du möchtest vielleicht jemanden in deinem Umfeld das mitteilen und zu der Challenge einladen, weil es gibt ja im Moment leider sehr viele, die das brauchen können. Dann wünsche ich euch eine wunderbare Restwoche. Alles Liebe. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Am 20. ist es wieder soweit, wieder 13 Uhr und dann halte ich mich auch an die 15 Minuten, versprochen. Alles Liebe. Tschüss.